Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde City Skylines mit mir, der landläufig unter dem Namen Zinni bekannt ist. wir sind zurück und haben mal wieder leerstehende Gebäude, die wir entfernen müssen. Und wo wir so schön entfernen, immer noch sind wir immer noch in der etwas schlechteren Auflösung, wie ihr sehen könnt, weil es ist immer noch sau warm draußen und ich bin der Meinung, es liegt, glaube ich, einfach da dran. Aber was mir gerade aufgefallen ist in dieser kurzen Aufnahmepause eben, wir sind wieder bei 83.000 Einwohnern und kriegen immer noch weitere dazu. Das heißt, unsere Stadt wächst. Ist eigentlich sau gut. Wir haben auch ein gutes Plus. Wir sind schon wieder 500.000 im Plus. Dafür, dass wir bis zu über 4 Millionen im Minus waren. Noch vor ein paar Folgen. Ist das verdammt gut. Also, hier steht jetzt auch wieder gar nichts leer. Also, wirklich, es scheint, wir haben die Stadt gerettet. Wir müssen zwar nochmal, um ein Ziel zu erreichen, die Kriminalitätsrate hochsetzen, aber das ist, glaube ich, nicht so gravierend wie hohe Arbeitslosigkeit. Oder hier sind wir fast so weit. Wir brauchen noch 22 Tote. Dann haben wir den voll. Und hier brauchen wir noch 65. Ich kann nicht mehr zählen. Ja, und dann haben wir endlich den Platz der Toten. Und dann haben wir auch die das Kernfusionskraftwerk, wo ich ja, in der gestrigen Folge einiges drüber erzählt habe. Ja, jetzt will ich aber nochmal ein Thema ansprechen, wie ihr vielleicht schon in der Videobeschreibung gelesen habt oder in dem Video, nicht genügend Einkaufswaren. Ja, dann besorgt euch doch was. Ja, wir brauchen mehr Industrie, ich hab's gerade gesehen. Die wollen natürlich dann verkaufen. Sollen wir hier noch ein Industriegebiet hinsetzen? Ein richtiges Industriegebiet, was richtig Dreck und Müll macht. Wäre natürlich praktisch hier beim Container Güterhafen und eine relativ nahe Verbindung zur Autobahn. Und hier die Friedhöfe können weg. Dann setzen wir die Friedhöfe mal noch irgendwo hin, wo sie gebraucht werden könnten. Zum Beispiel da. Vielleicht eher ans Wohngebiet, weil die Leute sterben dann. Oh, jetzt habe ich den genau gegenüber von dem anderen gesetzt. Das ist natürlich auch sinnlos. Das bringt X. Stopp mal, nicht, dass da schon jetzt gleich wieder einer eingebucht wird. Komm, dahin. So, und den anderen? Der hat wieder 17 drin. Den müssen wir erst leer machen. So, was wollte ich erzählen? Ach ja, das Thema für die heutige Folge. Und zwar ist das Thema der heutigen Folge Vorbilder. Welche Vorbilder ich denn so habe auf YouTube? Also, ich muss sagen, am meisten, mein größtes Vorbild auf YouTube ist, ganz ehrlich, Gronkh. Das ist zwar so klischeehaft und es tut mir auch leid, dass, also wenn ihr mich in der Facecam mal im Video gesehen habt oder ich habe auch mal so ein lustiges Bild gemacht mit einem T-Shirt von Gronkh, dass ich dann quasi schon ein Halloween-Kostüm hätte und so weiter. Weil, es tut mir leid, ich sehe dem halt ein bisschen ähnlich mit meinem Vollbart. Aber ich bin, glaube ich, deutlich kleiner wie der und habe auch eine andere Nase und so weiter. Also,
Und ich hatte den Bart, ganz ehrlich, schon vor dem. Also ich glaube, der hatte immer einen Bart, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe mir den nicht wachsen lassen wegen dem. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte schon ewig lang meinen Bart. Und ich trage den auch nicht nur wegen diesem Hipster-Trip, der da jetzt gerade um sich greift. Ich habe den wirklich schon ewig lang. Aber es ist einfach so. Ich finde, also es ist definitiv mein Vorbild. Da sind sehr viele Leichen. Dann setzen wir ihn irgendwo noch hin. Zack. So. Ja, was wollte ich sagen? Ja, es ist halt einfach mein Vorbild, weil ich finde seinen Let's Play-Stil und seinen Humor, finde ich, wie soll ich sagen? Es ist eigentlich genauso, wie ich das Ganze machen will. So kann man das vielleicht sagen. Also, ich finde, es gibt viele andere große Let's Player, die haben einen Stil drauf, der mir einfach nicht so liegt, die manchmal, was weiß ich, sehr beleidigend sind und was weiß ich, andere Leute verarschen und sowas, und das ist halt nicht meine Art. Ich bin ein recht ehrlicher Typ und ich will eigentlich immer ein bisschen Frieden haben. Wenn ihr mich vielleicht mal gesehen habt in irgendeiner YouTuber-Gruppe oder wenn ihr meine Kommentare liest, ich schreibe eigentlich nie wirklich böse Sachen. Sondern bin ein sehr harmonischer Mensch. Ich sag das mal so. Und ich glaube, das ist bei dem genauso. Deswegen gefällt er es mir auch so gut. Und es war so, dass ich vorher, also ich guck den, glaube ich, jetzt schon seit, boah, wie viele Jahre macht er? Keine Ahnung. 5 Jahre. Und ich glaube, ich gucke ihn seit 4 Jahren. Also ich war relativ früh dabei, sage ich mal. Da hatte der vielleicht 100.000. Ich weiß es nicht. Ich würde mal so schätzen, dass er nicht sehr viel mehr wie 100.000 Abonnenten hatte. Und da habe ich den schon geguckt und ich kannte vorher keine Let's Plays. Ich wie gesagt, ich kannte das eigentlich gar nicht und habe dann irgendwann hat mir jemand gesagt, guck mal da rein, und ich weiß gar nicht, wer das war. Wie ich da drauf gestoßen bin, keine Ahnung. Ich habe irgendwas über Minecraft gelesen und habe gemeint, guckst dir mal einen Trailer bei YouTube an, und dann war dieser Let's Player, der dann eine so ganz sympathische Stimme hatte und so, immer so einen Blödsinn gelabert hat und Themen angesprochen hat, und da habe ich mir den angeguckt, und immer abends, also jeden Abend habe ich mir so zum Einschlafen und sowas, habe ich mir das angehört. Und gar nicht groß drauf geachtet, was er da gemacht hat. Also ich habe vielen einfach nur zugehört, was der gelabert hat. Ja, und so kam ich dann quasi auch zum Let's Playen. Also ich habe dann nicht gesagt, ich will so erfolgreich werden wie der, sondern es war einfach so, dass ich gesagt habe, wieso versuche ich das nicht auch mal zu machen? Und ich habe ja auch ein paar Themen, die ich gerne ansprechen würde. Und ich rede auch gerne, und was weiß ich, wenn ich mal in einer Diskussionsrunde bin, dann kommt meine Meinung auch nicht so schlecht an, sag ich mal so. Und das Größte ist halt, Kronk hat mal gesagt, dass er
wegen seiner Selbstständigkeit, wegen seiner Arbeit, kaum Zeit hatte, um zu spielen. Und genau da habe ich mich eigentlich auch gesehen. Also, da habe ich, das konnte ich sehr gut nachvollziehen, weil bei mir war es genauso. Ich habe eigentlich wegen meiner Arbeit habe ich das ganze Spielen sehr eingeschränkt. Ich habe nach der Arbeit dann halt mal dieses Let's Play Video geguckt und so weiter. Ja, wie gesagt, auch nur immer eins, weil immer nur die Minecraft-Folge, die am Tag kam. Ja, und dann habe ich halt irgendwann mal so überlegt, so, weißt du was, jetzt versuchst du das einfach mal. Weil dadurch ist man halt wirklich gezwungen, auch mal zu spielen. Es ist zwar, es hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist so, dass man dann sagt sich so, ja, jetzt muss ich aufnehmen, damit es weitergehen kann. Ich bin den Leuten ja auch was schuldig. Aber dann, wenn man dran ist, hat man natürlich super Spaß daran. Und ich glaube, wenn ich keine Let's Plays machen würde, würde ich weniger zocken. Im Moment spiele ich... das war aber falsch übrigens. Ich muss kurz überlegen. Im Moment gibt es ein Spiel, was ich spiele, wenn ich nicht aufnehme. Und das ist The Witcher. Und das liegt noch nur daran, dass ich bei The Witcher halt riesig Bock auf das Spiel hatte. Aber ich habe kein Let's Play draus gemacht, weil ich bin am Tag, am Release-Tag oder schon vor Release-Tag, bin ich auf meine auf YouTube gegangen, auf meine Abo-Box. Und da waren, ich habe nicht gezählt, aber gefühlt 10 Let's Plays von Witcher. Und da muss ich sagen, nee, dann muss ich mich nicht noch dazu gesellen. Es ist zwar ein super Spiel. Ach Quatsch, aus dem Manager raus. Ja, wie gesagt, es ist ein super Spiel, aber ich finde, wir müssen auch YouTube nicht überladen mit Let's Plays von diesem Spiel. Ich meine, das ist sehr storylastig und die Story hat halt irgendwann jeder mal gesehen. Und dann muss ich das auch nicht machen. Und aber sonst alle Spiele, die ich spiele, sind im Moment Let's Plays. Da ist ja Tomb Raider. Ich hoffe, ich spreche es wieder richtig aus. Und hier ist Cities. Ah doch, ein kleines Spiel gibt's noch. Adventure Capitalist. Das ist aber nur so ein kleines Klickspiel. Da mache ich auch kein Let's Play von. Aber sonst zocke ich halt gar nichts. Und das will ich eigentlich auch so beibehalten. Also jedes neue Spiel, was ich anfange, will ich eigentlich Let's Playen oder wenigstens einen Test machen von. Soll auf jeden Fall irgendwie ein Video von erscheinen. Weil ich da erstens Bock drauf habe. Und zweitens, ja, wie gesagt, dann zwinge ich mich halt ein bisschen dazu, das zu machen. So. 500 irgendwas. Wo sind wir hier? Da. Der ist voll. Okay. Was ist mit dir? Der ist auch voll. Also, wir sind fertig. Juhu, Platz der Toten. Wer will einen Platz der Toten? Was kann der denn? Ein gruseliger Platz zum Feiern der
der Totenbeseitigung der Stadt, Anforderungen für den Bau für Kernfusionskraftwerke, ein bisschen Lärmbelästigung. Also ist gruselig. Eigentlich nach Mordor. Wir sind ja auch noch ziemlich unzufrieden, dann setzen wir den hier auch rein. Zack. Willkommen in Mordor. Okay. So. Ja, es gibt doch noch ein paar andere, die mir ganz gut gefallen, YouTuber. Also ich gucke mir auch PietSmiet an, ich gucke mir PewDiePie manche Videos an, weil es sehr lustig ist. Aber es sind halt nicht die großen Vorbilder. Dann gibt es nur den einen, den ich wirklich als Vorbild sehe. Was nicht heißt, dass ich den kopieren will. Ich hoffe, das merkt man auch ein bisschen, dass ich da ein bisschen anderen Weg gehe. Aber meine Let's Plays sollen halt auch ähnlich freundlich sein, trotzdem unterhalten. Ja. Und ich hoffe, euch gefällt das so. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Obwohl, ich glaube, ich werde durch einen Kommentar nicht meinen Stil ändern. Wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da, sage ich lieber mal. Und wenn nicht, dann sage ich trotzdem vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und dann müsst ihr euch leider jemand anderen suchen, weil ich werde jetzt nicht anfangen zu fluchen. Klar, ab und zu wird es ein bisschen Rage geben und ich werde auch mal Scheiße sagen und ich werde auch mal sagen, dass jemand ein Arschloch ist, wenn er ein Arschloch ist. Ja, also so ist es nicht, aber es wird hier nicht zu einem Allotrix-Kanal, um jetzt mal den größten YouTube-Rüpel hier zu sagen. Ja. Mehr gibt's dazu jetzt nicht zu sagen. Nächstes Mal ja, Versprecher. Ich wollte jetzt schon den Allotrix Versprecherspruch rauslassen, weil ich kenne den auch. Aber ich lasse es. Nein, nächstes Mal lösen wir unser Energieproblem mit dem Kernfusionskraftwerk. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.